Ja, ich sehe das Ganze nicht ganz so hoffnungslos, weil natürlich dadurch, dass da wo es solche Katastrophen gibt, ich bin vielleicht ein zu großer Fan von Wissenschaft, aber man kann das ja einfach an ein paar Beispielen sehen. Also zum einen, wir wissen ja heute, wie Sucht funktioniert und wir wissen, dass mit der Pornografie-Sucht oder Pornografie-Sucht sehr große Parallelen hat. Ja? Und jeder hat inzwischen schon mal vom Dopamin gehört und wie man sich da prägt und wie man also beim ständigen Masturbieren mit Internetbildern eben auch eine Prägung da oben herbeibringt, die eben auch bedeutet, in 3 Minuten muss der Kick da sein. Das prägt das da oben, ja? Was ist die erste Methode, dass man da rauskommt, dass man es mal 3 Monate nicht macht? Ja? Ob das ist beim Alkohol, das ist bei allem so. Also wenn man es immer weitermacht und sagt, wie komme ich da raus, ja? Das kann sehr schwierig, einigen fällt das leichter, anderen fällt das ungeheuer schwierig, aber man muss nüchtern sehen, wir wissen da eben auch viel mehr heute. Was wir den Leuten auch sagen können, dass es ohne so etwas nicht geht und dass umgekehrt wir wissen, dass bei vor allem Glücksspiel, was weiß ich, bei allem, wo unser Gehirn eben so massiv mit dem Spiel ist, eine Umprogrammierung aber auch tatsächlich möglich ist. Das ist einfach so, auch bei ganz anderen Sachen, ja. Und ich glaube, dass wir vollkommen unterschätzen, bei aller Abhängigkeit, wie stark der Mensch auch, was soll ich mal sagen, Herr seines eigenen Schicksals ist. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Wir sagen uns da also, im Nahen Osten, die schlagen sich die Köpfe ein und tun so, als wären die also von ihrer Erziehung und so geprägt und die können gar nicht anders. Also völliger Unsinn. Ja? In der Geschichte hat es das immer wieder gegeben, dass Leute gesagt, Deutsche und Franzosen, die haben einfach irgendwann gesagt, jetzt reicht's mal wirklich. Und heute denken wir also, dass die Franzosen, die Deutschen sich gegenseitig umbringen, ist jenseits. Wir sind eine Generation, die da auch nie aufgewachsen ist. Wir sind umgepolt worden. Wir haben genug davon gehabt. Religionsfreiheit ist für uns heute selbstverständlich. Irgendwann hat unsere Region hier gesagt, jetzt reicht's mal, sich umzubringen, nur weil man das falsche Parteibuch hat. Ja? Ja, und plötzlich ist das im Denken der Menschen drin. Also da wissen wir zweitens, es gibt ein sehr schönes Beispiel, das auch die ganze Gesellschaft umdenken kann. Und das ist die Kinderpornografie. Man darf bitte nicht vergessen, 1975 ist mir erstmal alles freigegeben worden. Ja, es war einfach erstmal nichts mehr da, es gab gar kein Gesetz mehr. Ja, und es war auch so, dass das war damals nicht drin, dass also 17-Jährige, und es ist ja bis heute ein ganz klein bisschen absurd, weil natürlich 16-, 15-Jährige haben Sexualität, ja, und ich weiß, dass ich meinen Sohn mal ganz erschrocken habe, als ich ihm erklärt habe, dass laut Gesetz er ins Gefängnis kann, wenn er eine Freundin hat und dann sein 18. Geburtstag kommt, dann darf er nämlich nach Gesetz eigentlich gar nicht mehr weiter ein Verhältnis haben, ja, weil er ein Erwachsener ist, ja, also ist ja. Nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass der größte Teil der Bevölkerung in Kinderpornografie, und zwar inklusive nicht nur Kinder für 10-Jährige, sondern auch schlicht und einfach ablehnt. Und was hat das zur Folge? Man macht auf der Party keine Witze mehr darüber. Das ist der Effekt des Antiprostitutionsgesetzes in Schweden. Wo man früher erzählt hat, wir sind zum Abi ins Bordell und haben dann eine große... Das erzählt heute keiner mehr. Es erzählt ja auch keiner in der Öffentlichkeit, wie schick er das immer hinkriegt, auf Behindertenparkplätzen zu parken. Das macht man einfach nicht. Also wenn man das macht, dann schweigt man das tot. Ja? So. Und ich glaube, dass das Beispiel mit der Kinderpornografie zeigt, man kann auch ganze Gesellschaften überzeugen, so wie sich eine ganze Gesellschaft hat überzeugen lassen, dass Prostitution gar nichts dran ist, bin ich dafür überzeugt. Man kann sie auch wieder überzeugen. Siehe Schweden, die waren ja viel schlimmer als wir. Ja, und wir haben die ganze Gesellschaft, nicht nur ein paar. Alle politischen Parteien haben sich überzeugen lassen, hier läuft was drum schief. Ja? Und ich glaube, dass das auch da der Fall ist und dass das auch für... Ich glaube, dass wir in der Prävention viel tun können. Als es darum ging, als mein Sohn in die Schule kam, bekanntlich mit 6 Jahren, haben meine Frau und ich gesagt, wir sind immer die Ersten. Ja? Weil ich zutiefst dann überzeugt bin, dass Kinder lieber vertrauenswürdigen Erwachsenen folgen, die ihnen etwas erklären, als dem, was sie sehen. Ja?
und denkt sich natürlich, 6 Jahre, oder? Natürlich ist das zu früh, wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte. Ich habe gesagt, was soll er mit 6 Jahren? Ja? So, ich wusste aber, der kommt in die Schule. Und es ist nur die Frage, mache ich es zu früh oder macht es die Schule zu früh? Ja? So, was passierte? Mein Sohn kommt nach Hause und regt sich fürchterlich über einen Klassenkameraden auf, mit dem er gestritten hat. Warum? Der hatte nach der Schule, erster Schultag, hatte der gesagt, das war jetzt so anstrengend, jetzt muss ich mich erstmal auf eine Frau legen. Erster Schultag, 6 Jahre. Ja? So. Und der war dann eben wohl nicht erst mit 9 dran, sondern hat das vorher schon gesehen. Und mein Sohn hat sich mit ihm gestritten und hat gesagt, das finde ich nicht gut, wie du über Frauen redest. Ein 6-Jähriger, ja, der das selber gar nicht beurteilen konnte. Ja? Nichtsdestotrotz, da muss man schon mal nüchtern drüber reden. Wir müssen wirklich sehen, dass wir da eben dann eben vortragen kommen. Deswegen ärgert mich das eben so, dass die Zahlen auch der Eltern und der anderen, die aufklären, immer weiter nach runter geht, diese ungeheure Vorteil einfach zu sagen, wie das geht, siehst du doch im Internet. So ein Quatsch. Ja? Klar, es braucht überhaupt keiner zu lernen, wie man Kinder kriegt. Ja? Muss man nur beide in ein Zimmer einsperren, ja? Dann passiert irgendwie was, dann sind hinterher schwanger. Da brauche ich gar keine Aufklärung für. Nur schon zu erklären, wie man verhindert, dass man schwanger wird, da muss ja schon ein paar Sätze mehr zu sagen. Ja? Und ich bin da sehr überzeugt, dass sowohl Menschen persönlich für sich selber nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, ja, und sagen müssen, so bin ich aufgewachsen, so ist das, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, aber erst recht Gesellschaften und erst recht demokratische Gesellschaften entscheiden selber, wo sie hinwollen, und ich bin überzeugt, ich sage nochmal das so, wie plötzlich das, nennt man das Rauchen, ich will das jetzt noch nicht mit der Thematik vergleichen, ja, aber als ich aufgewachsen bin, wenn mir da mal jemand gesagt hätte, dass jeder schief angeguckt wird, der in einem Zimmer raucht, hätte ich gesagt, also umgekehrt wird ein Schuh draus, wir sind immer die dummen, wenn wir meckern, ja, es hat die Gesellschaft komplett umgedreht, ja, und das kann nicht meines Erachtens auch bei dem Thema passieren, dass jemand, der auf der Party Witze reißt darüber, was er da gesehen hat, gesagt, bekommen Sie mal, meinst du das ernst? Würdest du das auch mit einer echten Frau machen? Ja? Und entsetzt angeguckt wird und sich, ich sage mal, Schweden ist ein Beispiel dafür, das sind keine Partywitze mehr. Das ist voll, das ist einfach, ja. Und bei uns ist heute im Internet, was du erzählst, das kennt ja im Internet. Es gibt ja für Freier, gibt es ja Blogs und Seiten und so, und da reden die ganz offen drüber, ja. Und da sagen die, geht nicht in das Bordell, da ist der Besitzer, der stellt sich immer auf Seiten der Prostituierten, wenn man was will, ja. Und was weiß ich, da gibt es also die Ratgeber, was man wo irgendwie machen kann. Ja. Und ich glaube, dass man das wirklich drehen kann. Und ich glaube, dass das im Großen der Gesellschaft gilt, als auch beim Einzelnen, dass wir dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Ja. Und ich kenne auch persönlich viele, die ähnliche Geschichten erzählen, ja, und die sich angefangen haben, davon zu distanzieren und Sexualität völlig neu mit einem Partner annehmen. Eben mit einem, mit dem man dann und Spaß daran gewinnen, dass man sich erst gemeinsam überlegt, was ist, was man will, sich als... Ich finde das immer faszinierend, wenn ich Sexratgeber im Buchhandel kaufe, irgendeinen, ich greife einen Zigarrenbeutel drauf, ja, steht als erstes, das A und O guter Sexualität ist, dass man offen miteinander redet, was einem Spaß macht. Steht eben Sexratgeber. Pornografie bringt mir genau das Gegenteil bei. Es wird überhaupt nicht geredet, ja, und man hat das, was der andere will, immer schick zu finden. Ja. Ich bin aber überzeugt, es steht in den Ratgebern, dass wir unserer Gesellschaft das auch wieder beibringen können. Dass das der Charme von Sexualität ist, dass aus Zweien eben die Musik wird und Zweie das einbringen und daraus eine Sexualität entsteht, die tatsächlich kein anderer macht. Aus dieser Kombination. Ja? Die man mit einem anderen Partner anders machen würde. Ja? Und diesen Spaß, glaube ich, können wir den Leuten auch durchaus wieder vermitteln und beibringen, dass das also was viel, viel, viel Besseres ist. Ja? Und ich glaube, wir brauchen eben die, was wir einmal brauchen, ist das Tabu zu brechen und eben zu sagen, so zum Beispiel, wenn wir nur das rüberbringen würden, Leute, es gibt weniger Sex. Ja? Alles, was ihr uns eingehandelt habt,
Ja, ist das effektiv? Weil die Leute glauben das nicht. Die Zahlen sind also ganz eindeutig. Es gibt keine dem entgegensprechenden Zahlen. Das nimmt immer noch ab. Ja, habe ich vor 2 Wochen erzählt, stand es ganz prominent in der Zeitung, dass das in allen diesen, und wir sind in Deutschland ja leider absolute Weltmeister. Ja. Also wir, bei uns wird sogar, ich sage mal, etwas böse. Wir gucken sogar noch mehr Pornografie als die arabischen Länder, die eigentlich überall an der Spitze hängen. Ja. Wir machen, und da sagt man sich, in unserem Land, das kann doch gar nicht sein, ja, dass in unserem Land mehr Menschen als in jedem anderen Land das täglich nötig haben, sich mit Opas aufzuheizen, anstatt sich mit echten Personen zu beschäftigen.